Ja, unten rechts an dem runden Ding bitte schneller drehen, also hier unten schneller drehen. Ja, die Partei Wir 2020 liegt vorne. Ja, denn die Parteimitglieder haben die eigentliche politische Arbeit aufgenommen. Während sie bisher sozusagen immer nur die Next Scientists for Future.de als externe Reformer befragt haben, haben sie diesmal Economy for Mankind und die nächsten Scientists for Future quasi in ein Rededuell gebracht, das je länger die Sendung dauert, umso heißer wird. Leider ist sie noch nicht veröffentlicht. Der Sender, bitte abonnieren. Uwe Lose, die Welt klar sehen bei YouTube, wird das, sobald der Schnitt fertig ist, veröffentlichen und wir werden unseren Schnitt später veröffentlichen. Wir lassen natürlich dem herstellenden Sender den Vortritt, dem einladenden Sender. Und ja, also die Tour durch die Sender 1, Tour DDS, ja, also TDDS, nicht DSDS, sondern TDDS. Die Tour durch die Sender 1 ist also fertig aufgenommen, ist im Kasten. Und die geht über vier Dinge. Leider nicht durch persönliche Vertreter, sondern wir Economy for Mankind und Next Scientists for Future stellen die GWÖ dar, die Gemeinwohlökonomie, und kritisieren sie sehr scharf. Und das bedingungslose Grundeinkommen, BGE, und kritisieren auch das wieder scharf, ja. Und ja, also, und das große Duell ist Economy for Mankind.org versus Next Scientists for Future.de als externe Reformer. Und da ist eben ja letztendlich der Punkt. Und am Schluss der Sendung kommt die Anregung, ja, bitte das nächste Mal hoffentlich mit drei externen Reformern oder vier externen Reformern, so nach dem Motto, wie sollen sich die Parteimitglieder, die ja überhaupt keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre, von echtem politischen Reformieren, von Staatsmanagement haben, die also keine Wissenschaftshandwerker im Bereich Staatsmanagement und Reformdesign sind. Wie sollen die sich wirklich klare Ideen für was in ein Programm rein darf und was nicht, wenn man nicht alle Wähler verlieren darf, dann sozusagen, ja, wie sollen die das entscheiden und darüber abstimmen, die Basis der jeweiligen Partei darüber konsensieren oder abstimmen, wenn letztendlich sozusagen nicht die genügende Vielfalt der Experten gehört wird. Schließlich haben wir ja beklagt, dass wir immer nur Drosten, Wieler und Lauterbach gehört wurden, aber eben Bhakti, Wodak und Schiffmann nicht gehört wurden. Und hier geht es darum, die Next Scientists for Future wollen nicht, dass nur zwei gehört werden, sondern vielleicht vier oder fünf oder sechs externe Reformer. Zu viel sollten es am Ende nicht sein, aber alle, die Parteimitglieder für sinnvoll halten, sollten da geladen werden für die Tour durch die Sender 2 dann, ja. Und ja, und jetzt kann ich nur tun, weil Sie ja jetzt die Sendung noch nicht schauen können, kann ich mal das nachholen, was in der Sendung bei der, es waren ja immer so 3 Minuten Redezeit für jeden Redner und so weiter, versuche ich mal nachzuholen. Ja, die Economy for Mankind steht für uns, für die Next Scientists for Future, eher so für die Idee eines Perpetuum mobile. Ja? Also sozusagen so, die Energie erzeugt sich von selber. Je mehr wir konsumieren und verbrauchen, je mehr wir Energie verbrauchen für diesen Konsum, je mehr wir reisen, je mehr wir Konsumsucht praktizieren, je mehr Süchtige es gibt, desto reicher werden wir, weil irgendwie mehr entsteht.
Das ist sozusagen eine Schlaraffenland-Vorstellung, dass also je mehr wir verprassen, desto reicher werden wir. Das gibt es wirklich nur in der Illusion des Verschlaraffenlandes sozusagen. Das widerspricht allen naturwissenschaftlichen Prinzipien. Ja? Wenn ich etwas verbrauche, ist es weg. Ja, und dann werde ich ärmer, ja, energieärmer, geldärmer und so weiter. Vielleicht hat die Economy for Mankind, die E4M, vielleicht hat die den großen Fehler gemacht, dass sie Umsatzvergrößerung mit Gewinnvergrößerung verwechselt hat. Die Unternehmen interessiert überhaupt nicht die Vergrößerung eines Umsatzes. Entscheidend ist doch, ob bei diesem Umsatz noch Gewinn übrig bleibt, sonst geht es denen wie Schlecker, dass sie zwar Riesenumsatz haben, aber nur noch Verluste rauskommen. Ja? Und der wird eben geringer, wenn ich sozusagen, der Gewinn wird einfach geringer, wenn ich viele Gelder von den Unternehmen durch eine Umsatzsteuer zu der Bevölkerung hinschichte und die Bevölkerung reicher mache, dadurch wird automatisch der Gewinn der Unternehmen geringer, auch wenn der Umsatz größer wird, weil der Umsatz natürlich durch den Konsumrausch, der durch das mehr Geld, was die Leute in der Tasche haben, wird natürlich, abgesehen davon, dass dadurch natürlich die Erde weiter zerstört wird durch solche Konsumräusche, durch solch einen Konsumrausch, ist es letztendlich aber so, dass selbstverständlich der Gewinn der Unternehmen geringer wird und die riechen den Braten und bevor da ein Gesetz Realität wird, packen die ihre Sachen und verschwinden mit ihren besten Mitarbeitern, nehmen die besten Mitarbeiter mit, weil die dann in Deutschland keine Zukunft mehr sehen, weil niemand wird ihnen so hohe Gehälter zahlen können, weil ja niemand so gute Produkte hat wie diese Top-Unternehmer. Und wenn Mercedes, BMW und VW Deutschland verlassen haben, dann möchte ich mal sehen, was dann die Economy for Mankind dann dazu sagen würde. Ja? Ja, also die besten Unternehmer, die besten Investoren verlassen Deutschland und dieses Modell, Economy for Mankind, hat einen entscheidenden Fehler. Natürlich irrt sich Nico Pech, weil er gar nicht die tiefe Verwurzeltheit dieser Konsumsucht versteht, gar nicht versteht, dass das eine schwere Suchtkrankheit ist, die keine Kleinigkeit ist sozusagen, sondern die man mit Hilfe der Next Scientists for Future und ihrer VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, behandeln muss im psychotherapeutischen Bereich und im gesellschaftlichen Bereich durch die Wohlfühlstimme und andere Reformen, die die Wirtschaft in Richtung Abbau der Konsumsucht lenken. Denn im Moment, die sozusagen Economy for Mankind versteht gar nicht, dass das Hauptanliegen des Raubtierkapitalismus darin besteht, ungebremste Konsumsucht zu generieren oder generiert zu haben. Ne? So, und dann zum Thema Bürgerparlamente. Ja, ich habe so ganz überhört während der Sendung, dass ja diese Bürgerparlamente nicht sich aus repräsentativen Wählerstichproben zusammensetzen, hergestellt durch den Bundeswahlleiter, sondern durch freiwillig sich meldende Personen. Ja, wer wird sich denn melden und hat einen ganzen Monat Zeit, seine Karriere zu unterbrechen oder gar zu gefährden, indem er einen Monat für den Staat arbeitet, auch wenn er dafür noch so viel Geld kriegt. Wer will seine Karriere gefährden, indem er einen Monat aus dem Betrieb raus ist, und vielleicht dann andere seinen Platz besser besetzen oder so? Und da werden sich ganz viele Arbeitslose melden und sowieso erscheint mir die Economy for Mankind wie ein Fürsprecher für Arbeitslose. Denn für die sollen ja mit einem Füllhorn
Füllhorn an Geldern überschüttet werden durch ein riesiges bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich habe den Eindruck, Economy for Mankind ist ein Vertreter der Arbeitslosen und teilweise auch eventuell der Arbeitsscheuen, ja? Die dann auf Kosten der Gesellschaft gerne leben möchten, denn das Modell von Economy for Mankind von E4M ermöglicht genau das sehr großzügig. Ja, und dann, wer wird noch in diese Bürgerparlamente hineindrängen und sich bewerben dafür? Die Rechts- und Linksradikalen, weil die wollen mit aller Gewalt eine brutal andere Gesellschaft und die werden dann versuchen, in diesen Bürgerparlamenten ihre wirren Ideen einzubringen. Und dann hat das Ganze sozusagen überhaupt nichts mit einer wirklichen Bürgervertretung zu gehen. Also wenn, dann sind Bürgerparlamente nur akzeptabel. Wären nur akzeptabel, wenn es sich um repräsentative Wählerstichproben handeln würde. Und das ist extrem schwierig, denn schon das, was wir machen, dass alle paar Jahre die Leute ein zusätzliches Wahlrecht bekommen sollen, um dann zum Beispiel beim Vorwahlensystem 3 Stunden zu opfern, um dann sich Redner anzuhören, zukünftige Kanzlerkandidaten anzuhören und dann zu wählen danach, ja, das ist schon eine Zumutung und da wird man viel Aufwand betreiben müssen, dass die Leute zum Beispiel, dass man lauter Kinderbetreuerinnen mit dabei hat und dann die Kinder betreuen lässt, sodass die Leute überhaupt an dieser Wahl im Bürgerhaus teilnehmen können. Da werden sie dann hingebracht von Polizeiwagen in Zivil, damit es nicht so auffällig ist, ja, damit sie da eben hinkommen, ohne dass irgendein Bestechungsversuch laufen kann und so weiter. Ja, da, schon sowas ist genug Aufwand und reißt die Bürger aus dem Alltag heraus. Die Bürger wollen sozusagen, wollen eigentlich, die wollen, die Bürger wollen, dass die Politiker ihren Job machen und die wollen nicht ständig bei ihrer eigenen Arbeit gestört werden durch irgendwelche Zumutungen, einen Monat lang sich um die Geschicke Deutschlands zu kümmern. Dafür wählen sie ja die Profis sozusagen. Ja, also von daher würde ich sagen, schon, also repräsentative Wählerstichproben, aus denen sich die Bürgerparlamente zusammensetzen, könnte man drüber nachdenken, ja, aber ich denke, es ist besser, wirkliche Könner an der Regierung zu haben und die werden mit der Zeit produziert durch die Vorwahlensysteme oder durch die Wohlfühlstimme regelrecht erzwungen. Denn die Parteien werden dann ein überlebensvitales Interesse daran haben, wenn sie überleben wollen als Parteien, nur noch die Besten nach oben kommen zu lassen in der Politik. Also nicht wie bisher, sondern nur noch die wirklich fachlich qualifiziertesten Reformer nach oben oder Reformenbeurteiler nach oben kommen zu lassen, die dann, wenn sie den externen Reformern zuhören, auch richtig davon profitieren können und dann die Chancen für die Partei zu überleben drastisch vergrößern. Ne? Also. E4M, also Economy for Mankind, E4M argumentiert, so ein bisschen, ja, aus meiner Sicht schon ein bisschen für die Faulen, aber nicht für diejenigen, die das Ganze erarbeitet haben und erarbeiten, für die Fleißigen. Also wir, die Next Scientists for Future, argumentieren mehr für die Fleißigen, ja, denn diese Schlaraffenland-Vorstellung, dass alles da ist, das sagen immer die, die davon profitieren und die das abschöpfen wollen und die als Sozialparasiten gerne leben möchten, und so weiter. Aber die, die das Ganze bezahlen müssen, die ganze Zeche bezahlen müssen, ich glaube, die denken ganz anders. Und die Economy for Mankind denkt, alle Wähler gehörten zur Fraktion der Faulen und würden gern einfach vom Staat verwöhnt werden. Nein, die meisten Menschen sind anständige Bürger, die wollen hart arbeiten und wollen so wenig wie möglich an die Faulen abgeben. Ja? Und unsere Analyse von Hartz IV oder dem großen bedingungslosen Grundeinkommen hat ergeben, dass es sich hier um eine drastische Überverwöhnung handelt, denn schließlich sollen diese Gelder ja eigentlich nur dazu da sein,
angstfrei und stressfrei den Übergang zum nächsten Job zu ermöglichen und mehr nicht. Und in Wirklichkeit richten kann man sich mit diesen Geldern, mit Hartz IV, ein Leben jenseits der Arbeit wunderbar einrichten. Und das geht doch nicht. So können wir doch keine Gesellschaft aufbauen. Also wenn Sie zuhören und rufen Sie uns mal an und sagen Sie Ihre Meinung, aber wenn Sie nicht zu den Faulen, zu den Sozialparasiten und Schmarotzern gehören, dann müssten Sie doch sehr kritisch sein gegenüber einem Konzept der vollständigen Verwöhnung der Faulen auf ihre Kosten. Ja, das sind ja schließlich ihre Gelder und ihr Arbeitsergebnis. Ne? Ja. Ja, und letztendlich läuft Economy for Mankind auf eine so drastische Gewinn. Was nützt es den Unternehmen, wenn der Umsatz angekurbelt wird, wenn dabei eine drastische Gewinnbeschneidung der Unternehmen die Folge ist? Die Unternehmen interessiert ausschließlich der Gewinn, ja? Ja. Und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, dass Hartz IV natürlich doch schon einen gewissen Druck bedeutet. Der Doktor der Physik von der Partei Wir 2020 hat ja gesagt in der Sendung, ja, irgendwie, wir geben den Leuten ja sowieso das Geld. Ja, aber na, es ist eben nicht so leicht, an das Geld zu kommen, weil doch eine ziemliche Schikane davor gebaut ist mit diesen Formularen. Und außerdem wird ständig ein gewisser Druck gemacht, dass man eben doch arbeiten soll und so weiter. Und dieser Druck, die Frage ist eben, ob der Mensch sich besser in die Gesellschaft integriert, wenn dieser Druck ganz weg ist, also die völlige Angst- und Druckfreiheit, die durch zum Beispiel auch unseren möglichen Diskussionsvorschlag eines mini-bedingungslosen Grundeinkommens gegeben wäre, oder ob eben unser Professor recht hat, der sagt, der Professor, der bei uns sagt, also sozusagen, der Professor, der bei uns eben sagt, völlige Angstfreiheit, völliges Wegnehmen der gesunden, natürlichen Grundangst des Menschen könnte zur Inaktivität führen und zur Faulheit führen, ne, zum Versacken. Ja, also deswegen das muss man entscheiden. Vielleicht könnte man ja mal in einer Region ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen einführen, und zwar nicht für die Leute, wenn sie dann 18 erst später werden, sondern für alle 18-Jährigen jetzt sofort ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann würde man ja sehen, was für eine entweder volkswirtschaftliche Katastrophe das Ganze zur Folge hätte oder ob es zu positiven Ergebnissen führt. Ja? Ja, und dann ist noch ein Punkt, die E4M, die Economy for Mankind, akzeptiert auch die Konsumsucht der Kinder, dass die hier da noch was shoppen wollen und da noch was, also dieser übermäßige konsumsüchtige Konsum schon der Kinder, hier noch eine Süßigkeit und da noch mal Pommes frites und da noch mal Fastfood und so weiter. Ja, das sollte man doch nicht akzeptieren, sondern man sollte doch über die Therapie dieser Sucht nachdenken. Ja? Und dann wurde in Frage gestellt, so wie weit mit 1 Euro. Ich habe gestern für 90 Cent eingekauft. Ja, das war eine Zucchini, eine Aubergine und eine Möhre. Und das hat wunderbar geschmeckt. Die Hälfte habe ich mir gekocht. Also die Aubergine habe ich ganz gekocht, die Hälfte der Zucchini und der Möhre habe ich gekocht. Den Rest habe ich mir schön im Smoothie Maker zu einer wunderbaren Soße gemacht, mit jeweils einem Mini-Schuss Öl, Leinöl, Olivenöl, Rapsöl, Vitamin D3-Öl und einer Mini-Dosis DHA-EPA-Öl, aber wirklich winzigste Mengen, denn ich glaube, ich brauche das alles nicht, diese Nahrungsergänzung. Dann, das schmeckte wunderbar. Ich bin satt, ich nehme dadurch leicht ab, aber wenn ich nur eine Möhre mehr genommen hätte und das wären 10 Cent mehr gewesen, dann wäre ich schon wieder im Zunehmensbereich gewesen. Ja? Also, das heißt, das ist völlig problemlos möglich, schmeckt wunderbar, ist kerngesund.
Heute esse ich vielleicht, kaufe ich mir vielleicht Eiweiß, Soja-Eiweiß oder vielleicht heute die ausnahmsweise im veganen Programm vorkommende kleine Fischdosis. Ja, entweder Lachs gönne ich mir. Das kriege ich dann natürlich nicht für 1 Euro, aber eine Dose Fisch kriegen Sie schon für 1 Euro, ja? Also für 79 Cent oder eine Dose Thunfisch. Na gut, dann ist man mal bei 1,50 Euro. Aber wir haben ja gesagt, so mit ein bis also mit 30 bis 50 Euro mo im Monat fürs Essen kann man gesund satt werden. Und dieses Geld soll ja schließlich auch nur für den Übergang sein. Es soll ja kein Luxus und Saus und Braus, dass ich mir ab und zu mal Lachs gönne, der dann ein Vermögen kostet. Das braucht doch ein Hartz-IV-Empfänger nicht zu haben. Es gibt doch genügend Ersatzprodukte, anderen Fisch oder es gibt eben genügend andere Produkte oder einmal im Monat eine Flasche Leinöl für 2 Euro sich zu kaufen, das kann sich jeder leisten, um ein bisschen oder einmal im Monat auch mal Nüsse zu kaufen, Walnüsse und dadurch Omega-3 zu kriegen, das kann sich jeder leisten, auch bei 30 Euro im Monat, ne? Oder 30 bis 50 Euro im Monat, ja. Ja, also bei der EV4M werden eben alle Süchte belassen. Also ich sehe auch die Gefahr, dass also die Reisesucht, die Alkoholsucht, die Zigarettensucht, die Süßigkeitensucht, die Esssucht, alles bleibt erhalten. Und so stelle ich mir keine gesunde, glückliche Gesellschaft vor. Ja? Ja, das ist der Punkt. Ja, dann war's das mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis.